Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und heute soll es da mal darum gehen, einen Blog in verschiedenen Varianten auszuprobieren. Und bin auf der Suche nach einem geeigneten Blog und auf diesen Blog gestoßen. Der ist aus der Blockhead-Serie und habe gedacht, ja, den kann ich in ganz vielen verschiedenen Varianten machen. Mit Scrappy oder also hier alles einzelne Teile. Quadrate und aber auch in der originalen Version. Dann habe ich überlegt, ja, ich probiere erstmal einen, den habe ich probiert. Ihr seht, es sind vier Farben und vier Streifensets. Vier Streifen habe ich hier aneinander genäht, auseinandergeschnitten und dann immer gedreht und habe dann die anderen Teile zugeschnitten. Dann habe ich heute den gemacht, komplett durcheinander. Und als Ruhepol den hellen dazu, das helle Rechteck dazu. So, der gleiche Block sieht vollkommen anders aus. Und das, was ich jetzt hier zugeschnitten habe, das wäre diese Version, die wir hier auf der Anleitung finden. Die Anleitung ist wie immer kostenfrei und ich mache den 9-Inch-Block. Alle Maße findet ihr hier gleich auf der ersten Seite. Lasst uns starten. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Zuschnitt vorbereitet. Und als erstes bilden wir hier ein Strip-Set, sagt man dazu. Es fange so an, wie es vor mir liegt. Ich starte mit dem hellen, dann ein dunkles, ein helles, ein dunkles. Ich klappen die rechts auf rechts aufeinander. Wenn du magst, kannst du es pinnen, wenn es dir lieber ist. Und nähen hier mit einem Viertel-Inch entlang. Wenn du diese beiden Units fertig hast, kann man die Naht auseinanderdrücken mit dem Daumen. Auseinander bügeln oder zur dunklen Seite bügeln. Ich habe mich entschieden für auseinander bügeln. Und jetzt lege ich mir das helle an den dunklen Streifen und nähe jetzt nochmal hier entlang. Und meine dritte Naht ist jetzt auch fertig und habe ich auch auseinander gebügelt. So, jetzt lege ich mir das hier hin und mache mir erstmal einen geraden Schnitt. Da guckst du, dass du auf den Nähten das anlegst. Und dann schaue ich auf meine Anleitung, wie breit muss das Teil sein. Wir müssen vier davon haben und zwar ein 5/8. Ich habe hier jetzt einen geraden Strich und ein 4/8 ist anderthalb und ein 5/8 ist auf deinem Lineal mit einem kürzeren Strich angezeichnet. Ihr seht, es ist großzügig bemessen. Wir haben hier Luft. Und jetzt fange ich so an, dass das helle Teil links oben liegt. Dann das. Dann das. Und dann so. Und wenn du auseinander gebügelt hast, klappt man das. Die rasten jetzt nicht ein. Hast du es zur dunklen Seite gebügelt, dann rasten die jetzt hier gut ein. Und ich lege die mir jetzt aufeinander. Die Nähte abstimmend, pinne mir das und mit den anderen beiden machst du das gleiche. Hast du deine Teile jetzt gepinnt, nähen wir jeweils hier entlang mit einem Viertel-Inch. So, das sind unsere beiden Segmente. Ich habe hier zur einen Seite gebügelt und das andere zur anderen. So, und jetzt klappe ich mir die aufeinander und pinne mir die auch und nähe auch hier entlang. Zum Schluss sollte dieses gesamte Teil eine Größe von 5 Inch haben. Das kann man natürlich in allen Größen machen. Kann man mit 2,5 Inch Streifen machen, mit 3,5, mit 2 Inch, was auch immer du magst oder komplett durcheinander. Ich nähe das jetzt hier einmal lang und dann bin ich gleich wieder da. Das ist mein fertiges Teil. Wenn ich das helle hier oben habe und hier, bügele ich alle
zur rechten Seite alle Quernähte, die wir eben gemacht haben. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. 5, oha. Naja, hier unten ist es ein bisschen drüber. Warum auch immer. Das begradige ich jetzt ein bisschen. So. Und jetzt legen wir weiter aus. Ich habe meine Teile wie folgt ausgelegt. Das Mittelteil ist klar. Oben links und unten rechts ist jeweils ein helles. Und unten links und oben rechts ist jeweils ein dunkles Teil in dieser Version. Dann lege ich mir links davon das Teil B hin. Links oben, sodass es hier miteinander passt. Und unten rechts ebenso das Teil B. Unten links das Teil D und oben rechts das Teil D. Und die beiden, B und D, die nähen wir jetzt hier in der Mitte aneinander. Hier entlang und hier entlang. So und so. Und wenn du flüssig arbeiten willst, dann kannst du gleich die beiden C und A und C aneinander nähen. Und die bügeln wir jeweils, weil es ja so rumgebügelt ist, die bügeln wir zur hellen Seite und die zur dunklen, diese beiden. So, aber als erstes nehmen wir die aneinander, rechte Seite und linke Seite. Mach mir in der Mitte hier einen Pin und die andere Seite auch gleich. Aufpassen. Hell trifft auch hell, dunkel auf dunkel. In dieser Version. Hier bei der Version ist es eigentlich wurscht. Ups. So, hier entlang und hier entlang. Diese eben genähten Teile, die bügeln wir jeweils nach außen. Ich nähe aber auf der Seite, weil ich hier nur eine Naht habe, die umklappen kann. Und hier sind es mehrere. Ich bin da eh so ein Experte mit Nähte umklappen. So, und die andere auch gleich. Hinterher. Und ich nähe jetzt hier entlang und hier. Das ist jetzt mein fertiger Block und ich habe beide eben genähten Nähte einmal nach oben und das andere auch nach oben gebügelt. So von links. Ich glaube, ich mache mir hier noch eine helle, schmale Border rum und eine etwas breitere. Und dann habe ich wieder ein Kissen zum Verschenken. Ja, das sind ja hier Kirschblüten, das ist Frühling, ja. Das ist so ein bisschen erdig hier. Ja, das mache ich jetzt noch. Und dann ist das Kissen fertig. Ein Block, mehrere Varianten. Das ist natürlich wieder mein Farbkracher, wie öfter mal schon. Etwas ruhige Variante. Und die noch andere Variante. Hab Dank fürs Anschauen. Und so du dann magst, gerne beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Tschüss.